einem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Könnt ihr irgendwie ein gutes empfehlen, was auch nicht zu teuer ist oder so? Oder ich habe jetzt nichts geplant für dieses Jahr. Ich wollte eigentlich nach Amerika, aber kann sein, sowas muss man halt immer gut durchplanen. Kann sein, dass es dieses Jahr vielleicht nichts mehr wird, aber ich würde gerne was anderes dann dafür machen. Nicht zu teuer, gönn dir, wenn dann richtig. Ja, ich weiß, aber es gibt ja Unterschiede. Danke für die Rose. Ich habe zum Beispiel eine Kreuzfahrtschiffsreise gesehen. Das ist dann so da Karibik und so. Richtig geil, ey. Ich würde so fahren. Ich würde da so fahren hin. Wirklich. Aber das kostet dann wieder sehr, also es kostet viel, viel mehr, ne? Und dann habe ich einmal so hier, so rund um Griechenland, Türkei und so. Die war dann preiswerter. Ja, die war auf jeden Fall günstiger und die war nicht so lange. Die mit dieser karibischen Zone da, die wäre dann 14 Tage. Und ich bestehe halt, dass man dann so eine Kabine mit Balkon auf jeden Fall hat, ne? Und das ist natürlich dann auch wieder teurer. Aber das wäre schon richtig geil, das würde ich einmal gerne machen. Also ich habe ausgerechnet, wenn man da Karibik mit Flug, alles drum und dran, zwei Personen, 7.000 Euro. Junge! Und das andere, also es wäre dann 14 Tage, mit Flug, alles drum und dran. Ja, aber da ist ja noch niemals Essen drinne. Da ist ja niemals Essen drinne, ne? Nee, 4 Wochen ist mir zu lang. Vor allem, ich war halt noch nie auf dem Schiff und ich weiß nicht, ob mir das dann zu langweilig wird irgendwann. Also klar, man hat ja so seine Stops und so, ne? Man kann ja dann auch was so sich angucken. Aber ich glaube, das wäre mir viel zu lang. Oh doch, es gibt zu lang. Also zum Beispiel so 14 Tage Urlaub wäre mir persönlich schon zu lang, aber auf dem Schiff wäre das noch okay, weil ja, man ist halt mit dem Schiff unterwegs, ne? Sonst wäre mir das zu lang. Also länger als 14 Tage würde ich das nicht machen. Ich würde es aber auch nur deswegen 14 Tage machen, weil man dann sagt, okay, man fährt ja dann auch lange irgendwo hin oder so, ne? Und man will sich ja auch viele Orte dann angucken. Ich habe einfach gesehen, es gibt einfach eine Weltreise. Die kostet eigentlich voll günstig, 14.000 Euro. Und da bist du einfach über 100 Tage unterwegs. Und ich habe gesagt, wenn ich alt werde, also wenn ich alt bin, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Nein, ich schaue keinen Handball. Ja, geht voll, ne? Wenn du dann eh alt bist, pff. Gönn ich mir. Nee, jetzt sind mir 100 Tage zu lang. Wenn ich alt bin, dann will ich einfach nur chillen und so. Weißt du, dann weißt du eh nicht so, was du machen sollst. Wenn ich dann überhaupt noch lebe. Willst du in richtig Reality-Shows gehen? Ich habe schon 2 Anfragen bekommen. Also ich würde es schon machen, wenn sich das ergeben würde. Why not? Also kommt drauf an, was, ne? Aber so eigentlich, ganz ehrlich, wieso nicht? Ist doch witzig. Ja, würde ich schon mitmachen. Ich habe mal für Temptation Island zweimal schon eine Anfrage bekommen. Temptation Island VIP. Ja. Nee, ich guck Handball nicht, deswegen keine Ahnung, was da abgeht.
Ja. Ja, ich hab's abgelehnt. Ex on the Beach ist witzig. Ja, aber welchen Ex soll ich denn einladen? Ex on the Beach. Welcher Ex soll denn da kommen? Mein Ex-Freund würde da auf jeden Fall nicht hingehen. Das sage ich euch jetzt schon. Nee. Wenn, dann müsste ich mich hier von dem trennen und dann sage ich, er soll da hingehen. Irgendeiner wird kommen. Ja, irgendeiner. Toll. Boah, ne, mit Ex finde ich ganz schlimm. Ich würde denn die ganze Zeit, also ich würde einfach cool mit dem sein, aber ich würde halt, keine Ahnung, ich kann mir das halt gar nicht vorstellen, sowas. Irgendwie, wie man dann so ist. Zumal ich könnte mir auch niemals, also ich weiß nicht, wie manche das können. Ich könnte auch niemals wieder was mit meinem Ex oder so anfangen. Ich könnte es nicht. Ich weiß auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Das würde mich jetzt mal interessieren. Irgendwie, wenn man nicht mehr zusammen ist und da geht ein bisschen, wächst ein bisschen Gras drüber, denkt man sich manchmal so optisch denkt man sich so, hä? So, ich würde jetzt nie wieder mit dem irgendwas starten oder so. Keine Ahnung. Ich finde das so komisch. Also es ist dann auch gar nicht so mein Type und so. Wisst ihr, was ich meine? Und zur europäischen Serena fahren könnte ich auch nicht. Ich würde generell, ich finde, wenn man einmal auseinander ist, dann ist man auch auseinander. Also ein Comeback gibt es da absolut nicht. Weil man geht nicht ohne Grund auseinander. Wisst ihr, was ich meine? Dann hat es einfach überhaupt nicht gepasst. Wer ist Jibbo? Wer soll das denn sein? Ja, ich brauche halt ein bisschen, was soll ich sagen? Ich bin eine Frau, ich labe auch gerne. Das dauert halt, ne, wenn wir Frauen uns schminken. Zumal ich will dann auch immer das so perfekt wie möglich machen. So ist das. So. Jibbo ist Brokkoli-Zigaretten. Okay, damit kann mich aber keiner gesehen haben. Gucken, Mika, nicht so lange. Ich wollte halt noch ein bisschen Content und so machen. Und eigentlich wäre heute mein Twitch-Day, deswegen will ich später live gehen, wenn ich alles geschafft habe. Dafür gehe ich zum Beispiel heute nicht zum Training. Danke, Daisy, deine Augen. Was ist damit? Ja, hier ist noch jemand. Das ist der Maxi. Das ist doch mein Freund. Wisst ihr doch. Mein Einsatz, wie das gibt. Was? Hä? Er hat irgendwas gesagt, keine Ahnung.
Er zeigt sich aber, er ist gerade im Stress. Ich will ihn jetzt nicht damit nerven. Ich wusste gar nicht, dass du vergeben bist. Echt, findest du den gut? Ich finde den nicht so gut. Nee, ich feiere kein Karneval. Ich bin 1,62. Ich bin klein. Klein, aber fein. Ach nee, ich bin da noch gar nicht fertig mit meinen Augen. Ich bin da noch gar nicht fertig, Leute. Meine Güte, ey. Echt, boah, nee, ich bin irgendwie gar nicht zufrieden damit. Bei mir hält der irgendwie nicht so richtig. Ja, ich würde schon gern mehr Tattoos haben. Das, ist ein Lagerfeuer. Ach, ein Lagerfeuer, Digga, ey. Wie nennt sich sowas jetzt schon wieder? Ach, ey. Ein Kamin, verdammt. Meine Güte. Ja, sagt dein Freund gar nichts wegen deinem OF? Nö. Was soll er denn sagen? Der kann nichts sagen. Sieht gut aus, danke. Lagerfeuer. Was soll er sagen? Nix sagt er. Darf nix sagen. Nein, Spaß. Aber nein. Pff. Der ist da relativ gechillt. Der ist sehr gechillt, was das angeht. Schweiz finde ich ganz cool. So. Let's go. Nee, ich bin noch gar nicht fertig. Oh, meine Fresse. So. Was? Keine Ahnung. Andere verfassen es ganz anders. Deswegen die Frage. Dankeschön, Egon, für dein Schweinchen. Hey, was meintest du mit der Frage? You're so beautiful. Thank you so much. So. Jetzt kommt der Eyeliner zum Einsatz. Wer war unfreundlich? Wer war unfreundlich? So. Zack. Nee, ich mach gleich Content. Ihr braucht da wieder neuen Content, neue TikToks und neuen Content für mein OF. Muss ich auch wieder machen. Das werde ich heute machen. Und dann los geht's, ne? Ich kann kein einziges Tipps mehr. Ey, ich gebe dir einen richtig guten Tipp, Madame. Und zwar, ich mache immer... Au, Mann! Ich habe hier so einen weißen Strich gemacht. Ne? Mach das, ohne Witz, das ist ein Game Changer. Ich sage dir. Und dann ziehst du einfach oben drüber, also oben drauf, einfach diesen Schwung. Sprüche gemacht, deshalb... Achso, okay. Ach, boah, Leute, ich muss jetzt mich mal hier... Mir ist gerade auch echt warm. Warum hast du so viele Follower? Weil ich hatte früher so einen Hype.